Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich glaube, ihr seht mich zum ersten Mal mit Brille. Ich weiß nicht, ob ich in meinem letzten Video auch schon eine hatte. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so mit dieser komischen Lampe. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ja, ich bin zu den Brillenträgern mutiert. Ich denke, ich werde sie nicht in jedem Video tragen. Mal schauen. Ja, ich bin kein kompletter Blindfisch, falls euch das interessiert. Die ist halt, ja... Ich habe ein bisschen Probleme, in die Weite zu sehen und deswegen habe ich jetzt eine Brille. Und ja, ich bin ein vollkommener Trottel, wenn man das mal so sagen kann, weil ich dieses Video gestern schon gedreht habe. Und ja, ich würde sagen, das waren die verschwendetsten 20 Minuten meines Lebens. Ich habe wirklich 20 Minuten Lebenszeit verschwendet, weil ich habe ein Video aufgenommen ohne Ton. Es war sehr geil. Ich war so stolz auf mich. Ich habe nämlich meine Neuzugänge direkt am 1. abgedreht und habe mir so gedacht, boah geil, diesmal kommen die pünktlich und nicht erst am Ende des Monats. Und dann bin ich abends voller Euphorie an den Computer gegangen, wollte es schneiden, beziehungsweise mittags war es sogar. Ja, und dann kam der große Kracher. Es war kein Ton da, weil ich vergessen habe, das Mikro anzuschalten. Das war super toll. Und deswegen drehen wir das gleiche Video jetzt nochmal. Nämlich meine Neuzugänge für den März. Yay! Hoffen wir, dass es diesmal klappt. Dass ich mich diesmal nicht ganz so doof anstelle. Ich habe das Mikro eingestellt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob man da viel bei falsch machen kann. Aber ja, habe ich mal gestern gesehen. Und ich denke mir so, okay, ja, mach mal den Ton an einem Computer an. Pustekuchen, der Ton war an. Ich habe einfach keinen Ton aufgenommen. Ich war so... Ja, so glücklich, euch jetzt meine Neuzugänge zeigen zu können, dass ich es einfach voll verpeilt habe. Aber gut, fangen wir an mit meinen Neuzugängen. Ich zeige euch mein erstes Buch, was zu einem meiner liebsten Neuzugänge gehört, obwohl ich meine Neuzugänge eigentlich alle liebe. So kann man das eigentlich gar nicht sagen, aber okay. Duty and Desire, verdächtig nah, habe ich vom KISS Verlag bekommen und das ist der dritte Band der Duty and Desire Reihe und oh mein Gott, ich habe es gerade beendet und ich habe es geliebt. Es war wieder so, so toll. Es ist der Abschluss der Reihe. Das ist der Abschluss der Reihe und hier geht es um Danica und Gria und ja, die beiden, die haben sich ja schon so seit Band 1 angekündigt und ja... Ich war einfach die ganze Zeit super gespannt auf dieses Pärchen und ich kann schon mal so viel sagen, es hat mir super gut gefallen. Und ja, mehr werde ich dann in meiner Rezension erzählen oder in meinem Lesemonat, was auch immer. Und ja, das war mein erster Neuzugang. Ich finde übrigens die Bücher alle zusammen wunderschön. Ich kann sie euch mal gerade hier zeigen. Sie sind echt ein Träumchen, muss man sagen. Ich finde, es sind sehr wunderschöne. Es sind sehr, sehr schöne New Adult Bücher. Dann ist bei mir eingezogen Cursed Kiss, Gods of Ivy Hall von Alana Falk. Und dieses Buch ist bei mir eingezogen, weil es mich ein bisschen an Dark Elements erinnert hat. Es geht nämlich um Erin und ja, Erin hat ein kleines Problem, nämlich ihre Lippen sind gefährlich, weil sie mit einem Kuss Männern die Seele stehlt. Und ja, dazu ist sie irgendwie auch verdammt, weil ihr Vater, ist das ihr Vater? Ah nee, sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hades. Und das hat mich so ein bisschen an Dark Elements erinnert. Ich meine, da war nämlich auch sowas. Mit dem Küssen und der Seele und Pipapo. Und ja, deswegen musste es mit. Es sieht auch hübsch aus, muss man dazu sagen. Da kommt, glaube ich, auch noch ein zweiter Band raus. Ich weiß zwar noch nicht wann. Genau, der zweite heißt Lost in Love, Sommer 2020. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch. Aber ich denke, ich werde es erst anfangen, wenn Band 2 dann raus ist. Weil nicht, dass es hier einen fiesen Cliffhanger gibt. Und ja. Dann habe ich hier Verloren sind wir nur allein von Mila Summers. Das ist, denke ich, eher so ein Young Adult Geschichte. Ich habe das Buch tatsächlich geschenkt bekommen, aber ich finde, es hört sich gar nicht schlecht an. Im Gegenteil, ich finde, es hört sich super süß an. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Ich weiß gar nicht, worum genau es geht. Ich kann euch einfach mal vorlesen kurz, worum es geht. Und zwar, nach einem schweren Schicksalsschlag zieht die 17-jährige Sky, ich finde übrigens Sky ist ein richtig schöner Name, ich mag den, mit ihrer Mutter auf eine Ranch nach Texas, weit weg von ihrer alten Heimat Boston. Weit weg von allem, was ihr je etwas bedeutet hat. Sky fühlt sich so verloren wie nie zuvor und lässt niemanden mehr an sich heran. Vor allem nicht Jeff, der sich als ihr Beschützer aufspielt und ihr mit seiner guten Laune gehörig auf die Nerven geht. Und doch kommt mit jedem Moment, den die beiden zusammen verbringen, zaghaft wieder mehr Licht in Skys Leben. Aber schon bald merkt sie, dass Jeff gar nicht der Sunnyboy ist, für den ihn alle halten. Denn auch er trägt unsichtbare Narben.
können die beiden sich gegenseitig retten. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer niedlichen Geschichte. Bin mal gespannt, wann ich es lesen werde. Und ich muss sagen, mir gefällt das Cover wirklich gut. Ich mag diese Farbe echt gerne. Dann habe ich hier City of Elements, die Macht des Wassers. Das hat mir tatsächlich die Esther in die Hand gedrückt. Wieso? Ja, ziemlich viele Bücher. Und hier geht es um Tesseract. Und das ist Tesseract, keine Ahnung. Das ist eine Stadt, die aufgeteilt ist in die vier Elemente. Und unsere Protagonistin, die Werther, wird halt dorthin entführt, weil sie ist halt die Tochter von zwei verschiedenen Elementträgern. Und das ist wohl irgendwie ein Problem. Und ja, da gibt es auch noch so ein Problem mit ihrem Entführer, denn der ist ein Inventi, geboren, um sie zu schützen, was irgendwie ja ziemlich gegenteilig ist. Und ja, sie möchte natürlich unter allen Umständen wieder fliehen und abhauen und was weiß ich. Klingt auf jeden Fall super, super cool, die Geschichte. Ich bin gespannt, wann ich es lesen werde. Wollte mich mal erkundigen, wann hier die nächsten Bände rauskommen, weil es ist auf jeden Fall der erste Band. Oh, das ist süß. Diese Zeichnung. Das ist der erste Band und genau, ich bin gespannt. Soll so eine Romantasy-Geschichte sein. Dann ist bei mir eingezogen auch ein Buch, was ich ganz, ganz doll lieb habe, nämlich Dream Again von Mona Kasten. Das Buch habe ich vom Lux Verlag zugeschickt bekommen, also Dankeschön dafür. Und ja, in diesem Buch geht es um Jude und Blake. Und ach ja, Jude und Blake, die beiden, die kennen sich ja schon aus ihrer Vergangenheit, denn die beiden waren mal ein Pärchen, bis Jude ihn dann aus welchen Gründen auch immer verlassen hat. Und ja, Blake konnte ihr das nie verzeihen. Und ja, dank besonderer Umstände muss Jude ja gezwungenermaßen bei ihrem Bruder einziehen. Und das Problem ist, dass ihr Bruder halt zusammen mit Blake wohnt. Und so treffen die beiden sich wieder. Tja, das ist so grob die Geschichte. Ich habe das Buch schon gelesen, natürlich. Ich habe es direkt gelesen, als es bei mir ankam. Ich habe das übrigens mit Jess gelesen. Ich werde euch ihren YouTube und ihren Instagram-Kanal mal unten in der Infobox verlinken. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie ist noch relativ neu bei YouTube, also da hat sie noch neu angefangen. Bei Instagram ist sie schon was länger, aber ja, sie hat jetzt halt auch mit YouTube angefangen, also schaut bei ihr vorbei. Und wir haben das Buch im Buddyread gelesen und haben es beide sehr, sehr geliebt. Aber mehr dazu erzähle ich euch dann in meiner Rezension. Es ist so komisch, jetzt nochmal über alle Bücher zu reden, weil ich einfach gestern schon über jedes Buch gesprochen habe. Und ja, das ist einfach gerade irgendwie so ein bisschen creepy. Ich habe so das Gefühl, ich habe so ein, dass bei mir die ganze Zeit sich so ein Déjà-vu abspielt und ich immer denke so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, hatte ich gestern schon mal. Dann ist bei mir auf jeden Fall eingezogen Verity von Colleen Hoover. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meistens kaufe ich Colleen Hoover Bücher, ohne zu lesen, was hinten drauf steht, weil ich sie einfach total feier. Ich weiß, dass es so ein bisschen auch in die Thriller-Richtung gehen soll. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon super viele gute Meinungen gehört. Und das letzte Buch von aus dem Bold, was ja auch aus diesem Bold kommt, dieses, wie hieß das? Ach ja, Too Late. Too Late fand ich auch richtig geil. Also wirklich, hat überhaupt nichts mit Colleen Hoover Büchern zu tun. Also nicht mit dem, was sie sonst so schreibt. So dieses Gefühlvolle und ne, das, was man halt von Colleen Hoover kennt. Aber es war so geil und deswegen bin ich so gespannt darauf. Ich hoffe einfach, dass es so eine richtig geile Thriller-Love-Story wird, auf die ich gewartet habe. Ihr wisst ja, ich bin auf der Suche nach so Psychogeschichten gerade. Deswegen, ja, mal sehen. Dann musste bei mir einziehen Ashes and Souls 2 von Ava Reed. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Band 1 leider noch nicht gelesen. Ich wollte damals, als Band 1 rauskam und ich ihn mir direkt geholt habe, ihn auch sofort lesen. Aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, okay, weißt du was, du liest Band 1 jetzt nicht, du wartest, bis Band 2 rauskommt. Ja, und jetzt habe ich hier Band 2 und jetzt kann ich die in einem Rutsch durchlesen. Irgendwie mache ich das momentan viel lieber, ist mir aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Das macht einfach total Spaß, wenn man die Bücher alle stehen hat und man kann die so in einem Rutsch so richtig schön weglesen. Das hatte ich jetzt bei Sturmtochter. Da, okay, Band 1 kannte ich schon, aber ich habe Band 2 gelesen und dann konnte ich direkt mit Band 3 anfangen. Musste mir nicht diesen fiesen Cliffhanger geben. Und bei Isara war das ja auch, da hatte ich ja auch 1, 2 und 3. Und es macht mir einfach so viel Spaß, wenn man die Bücher schon hier hat und man die Reihe einfach direkt so weglesen kann. Dann hat man halt auch nicht das Problem, dass, also bei mir jedenfalls,
dass man so mit den Reihen stockt. Also ich habe das so oft, dass ich Reihen anfange und sie nicht zu Ende lese, weil ja einfach dann, wenn man zwei rauskommt, kommen aber zeitgleich auch ganz viele andere Bücher raus und dann hat man irgendwie doch keine Zeit, dann den zweiten Band zu lesen, sondern fängt irgendwie doch lieber was Neues an. Ich weiß auch nicht, ist bei mir jedenfalls so. Auf jeden Fall kann ich diese Bücher jetzt auch in einem Rutsch durch weglesen. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Muss ich gerade ganz ehrlich gestehen, Ava Reed ist auch eine Autorin, da nehme ich alles mit. Ich glaube, da könnte sogar das Cover hässlich sein, das würde ich direkt kaufen, was noch nicht der Fall war bis jetzt. Aber ich habe bis jetzt eigentlich schon fast alles, beziehungsweise ich habe alles von Ava Reed gemocht. Dann ist bei mir eingezogen aus dem Lux Verlag All Saints High von L.J. Shin. Hier habe ich ja die andere Reihe schon gelesen, hier die da. Mit Vicious Love, Twisted Love, Irgendwas Love und Broken Love. Irgendwas Love? Ach ja, was? Scandal Love. Mit Irgendwas Love meinte ich Scandal Love. Und die Reihe mag ich total gerne. Ich habe Broken Love noch nicht gelesen. Den habe ich aber auch schon auf mein Lesetischchen, auf die Musst du ganz bald lesen, auf den Musst du mal ganz bald lesen Stapel gepackt. Und genau, das werde ich bald lesen. Und dann werde ich das hier lesen, weil das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen der Spin-Off. Hier geht es nämlich um die Kinder von den Charakteren aus diesen Büchern hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Hier geht es um Daria. Und Daria hat irgendwann vor vielen Jahren aus Eifersucht das Leben eines anderen Mädchens zerstört oder die Zukunft eines anderen Mädchens zerstört. Und ja, seit jeher plagen sie furchtbare Schuldgefühle. Und als der Bruder dieses Mädchens ja dann ohne Zuhause und sonst was dasteht, überredet sie ihre Eltern dazu, den Jungen aufzunehmen. Ich denke mal, sie möchte damit so ein bisschen ihr schlechtes Gewissen ausgleichen. Ja, aber er kann sie nicht leiden, er hasst sie und ja, natürlich funkt es auch zwischen den beiden. Was sollte es auch sonst sein? Und ich freue mich mega auf die Geschichte. Ich finde das Buch übrigens wunderschön. Es gefällt mir richtig gut. Und die anderen gefallen mir noch besser, weil das sind halt so diese Blau-Grün-Töne, ihr wisst. Da fahre ich voll drauf ab. Ich mag das total gerne und ja, das ist auch bei mir eingezogen. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Ich habe das gestern schon mal gemacht. Also ich liebe es ja, Videos zu drehen, aber ich kann euch sagen, zweimal das gleiche Video zu drehen, das ist so komisch. Und du denkst dir die ganze Zeit so, mein Gott, wenn ich nicht so dumm wäre, dann könnte ich gerade schon wieder was Neues für euch drehen, wie zum Beispiel meinen Lesemonat. Aber ich bin halt verpeilt. Naja. Auch bei mir eingezogen ist Insta-Love von Tine Nell. Das habe ich gemeinsam mit Ella und Esther gekauft. Wir haben es sozusagen, ja, so unser Corona-Buch getauft. Da wir uns halt jetzt auch nicht treffen können und so, haben wir uns gedacht, komm, wir kaufen uns ein Buch zusammen und lesen das gemeinsam in einer Leserunde. Gesagt, getan, wir haben uns Insta-Love gekauft und wir haben es auch schon gelesen. Es hat uns leider nicht so gut gefallen. Es war eher, ja, es hat uns halt nicht so gut gefallen, das Buch, leider. Aber mehr dazu erzähle ich dann in meinem Lesemonat. Genau. Ich kann nicht mehr reden. Und natürlich, wie immer, wenn ich Videos drehe, muss mein Kamera-Akku spacken. Sehr gut, toll. Naja, jetzt kommen wir zu einem Buch. Ich muss sagen, das Buch habe ich bei noch niemandem gesehen. Weder auf Instagram noch auf YouTube bis jetzt. Und ich habe mich so gewundert, als ich das Buch in der Buchhandlung gesehen habe, weil es sah so wunderschön aus und ich fand, es klang einfach so gut oder es klingt so unglaublich gut. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Nämlich Love Without Limits von Anya Tadlizu. Ist es nicht wunderschön, das Cover? Ich finde es unglaublich. Und der Klappentext ist auch so, so gut. Ich kann ihn euch mal vorlesen. Kurz vor ihrer Zwangsehe verliebt sich Grace in den geheimnisvollen Biker Wyoming, der sie auf ein Leben in Freiheit hoffen lässt. Doch der Einfluss der elitären Vereinigung, die ihr gesamtes Sein kontrolliert, reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Unter der Führung seines Präsidenten geht der sogenannte Gentleman Club sogar über Leichen, um Abtrünnige zu bestrafen. Als sich die Schlinge um den Hals der jungen Frau immer fester zuzieht, offenbart sich schließlich die dunkle Vergangenheit des Bikers. Nun muss Grace entscheiden, ob sie bereit ist, dem faszinierenden Mann mit den seegrünen Augen zu vertrauen und für ihren Traum vom Glück ihrer beider Leben zu riskieren. Ich finde, es klingt einfach so gut. Ich möchte es bald unbedingt lesen, weil ich so gespannt bin, was es damit auf sich hat. Und ja, war einfach so ein erstmal ein mega Blickfang und danach hat mir auch der Klappentext super gefallen.
Dann ist bei mir eingezogen Drachendunkel. Genau, aus dem Garzen Verlag. Und ich muss sagen, dieses Buch ist aufgrund des Klappentextes bei mir eingezogen, weil es sich nach einer Die Schöne und das Biest Geschichte mit Drachen anhört. Und das fand ich mega cool. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schön und das Biest. Aber ich muss sagen, ich habe das erste Kapitel aus diesem Buch gelesen. Und ich muss zugeben, es ist ganz anders gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Aber nicht schlecht anders, sondern interessant anders. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Eigentlich habe ich nur reingelesen. Ich habe das Buch nicht wirklich angefangen. Ich habe eigentlich nur mal reingelesen, weil ich wissen wollte, wie der Schreibstil ist. Und ja, aber ich fand es richtig gut. Der Mann will dich lieben, doch der Drache will dein Blut. Das ist also wirklich die Anfangsszene, die war geil. Die hat mir gut gefallen. Auch wenn ich den Schreibstil ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand. Aber ja, es war ja nur das erste Kapitel. Ich finde, da kann man noch nicht so viel drauf schließen. Beziehungsweise, ich finde, ganz oft gewöhnt man sich während des Lesens auch an einen Schreibstil. Deswegen, ja. Dann ist bei mir eingezogen Black Forest High von Nina McKay. Ich fand, das Buch klang einfach cool. Es geht hier halt um so eine Schule für Geisterjäger, Exorzisten und Geistermedien. Und ja, hörte sich lustig an. Der beste Freund unserer Protagonistin ist ein Geist. Und ja, ich fand einfach, dass sich das super cool anhörte nach so einer, ja, ich sag mal, so einer locker leichten Geschichte. Ich weiß, dass hier der zweite Band auch schon von erschienen ist. Ich weiß aber nicht, ob es nur zwei Bände gibt oder ob es mehrere Bände gibt. Kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß, dass vor kurzem Band 2 erschienen ist. Genau, aber mehr weiß ich da leider auch nicht. Ja. Und ich wollte ganz davon abgesehen schon länger was von der Autorin lesen. Die hat ja auch dieses Dämonen... Irgendwas mit Dämonen gelesen. Ist das hier vielleicht drinne? Dämonentage. Ach, die hat das nicht gelesen, die hat das geschrieben, wollte ich sagen. Und ich wollte schon die ganze Zeit was von der Autorin lesen, weil ich finde, ihre Bücher klingen sehr, sehr cool. Und deswegen, ja, habe ich hier Black Forest High. Mein Gott, Kind, ey, lern sprechen. Dann aus dem gleichen Label, da sind so drei, oder Label, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist halt Carlsen. Aber hier aus dem gleichen Programm. Wie das Drachenbuch eben. Das sind diese drei. Genau. Also drei Fantasy-Bücher habe ich mir auch dieses Buch geholt. Denn es geht hier um Aslin. Und Aslin hat halt die Fähigkeit, dass sie... Was kann die nochmal? Ach ja, die kann das Ende eines jeden Menschen voraussehen. Und dabei plagen sie ganz besondere Bilder, nämlich der ihres eigenen Todes. Und oh mein Gott, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Und ja, der Tod wird ihr halt gebracht durch einen Schattenkrieger. Und als sie dann irgendwann in den Dienst einer adligen Familie geht, trifft sie dort ausgerechnet einen eben dieser Schattenkrieger, die ihr ja, in ihren Visionen oder was auch immer den Tod bringen. Und ja, das einzige Problem ist, dass dieser Mensch irgendwie der einzige zu sein scheint, der ihr Herz höher schlagen lässt. Und ach ja, das hört sich so gut an. Das hört sich so toll an, nach einer tollen Romantasy-Geschichte. Und deswegen musste das mit. Ich fand es einfach klasse. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Bücher von Esther bekommen. Einmal hat sie mir ausgeliehen Die Arena von Hayley Barker. Genau, sie hatten gesagt, es geht so ein bisschen in die Richtung von Panem, also von der Art und Weise her, wie es halt ist. Und ich habe Panem nicht gelesen, aber ich fand die Filme ganz schrecklich, weil ich mag sowas gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, es ist so gut, du musst es mal ausprobieren. Und deswegen hat sie mir das Buch ausgeliehen, damit ich es mal lesen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Seiten hatten das. Boah, das hat über 450 Seiten. Mein Gott, Esther, was tust du mir an? Das Buch hat fast 500 Seiten. Okay, ja, das haue ich mal so weg nebenbei. Spaß. Ja, es geht hier irgendwie um so einen Zirkus, meine ich, hatte sie mal erzählt. Halt um so einen richtig kranken Zirkus. Naja, auf jeden Fall die Arena. Und dann habe ich noch von der Esther geschenkt bekommen 180 Sekunden. Achso, nee, Seconds steht da. Ja, okay. Und meine Welt ist deine.
Hier geht es um Allison und Allison wurde als Kind von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht und sie glaubt halt nicht mehr daran, dass irgendwas im Leben beständig ist oder von langer Dauer ist und deswegen kapselt sie sich eigentlich auch von allen ab. Sie will halt keine Beziehung und sonst nichts aufbauen. Und ja, da wird ihr irgendwann ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn in der Schule oder was weiß ich wo, ich glaube am College, wird sie in ein soziales Experiment mit reingerissen und dort sollen sie ihrem Gegenüber 180 Sekunden lang in die Augen sehen. Und das verändert wohl alles. Hier steht, doch weder sie noch Aspen, der Social Media Star, der ihr gegenüber sitzt, rechnen damit, dass dies ihr Leben für immer verändert. Genau. Die Esther hat mir das Buch gegeben. Es hat ihr zwar sehr, sehr gut gefallen, aber sie hat es aus einem bestimmten Grund abgebrochen. Und ich kann mir den Grund vorstellen, weil ich sie mittlerweile kenne. Und ich weiß, aus welchem Grund sie so ein Buch abbrechen würde. Also es ist. Aber sie hat gesagt, es ist trotzdem gut und für mich ist es bestimmt was. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das sein wird, weil ich wirklich, wirklich richtig gemischte Dinge über dieses Buch gehört habe. Ich habe teilweise gehört, dass es mega, mega gut ist. Dann habe ich gehört, dass es total kitschig und was weiß ich was ist. Also ich bin sehr gespannt, mir über dieses Buch meine eigene Meinung zu bilden. Und oh mein Gott, Leute, ich glaube es nicht. Wir sind am Ende angekommen und es sind schon wieder 20 Minuten knapp. Super. Ich dachte, ich könnte mich kürzer fassen als gestern, aber es hat nicht funktioniert. Naja, auf jeden Fall war es das mit meinem Video. Das waren meine Neuzugänge für den März. Genau. Für den März. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch so eingezogen ist oder ob ihr schon Bücher gelesen habt, die bei mir diesen Monat neu eingezogen sind. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!